Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Madison. So, wir haben letztes Mal diese Augen, zwei Stück hier reingeschmissen von Bloonies und jetzt sind wir in so einem kunterbunten Würfel. Das Problem ist, sie lauert ja im Dunkeln, ne? Also wir müssen ja eigentlich, im Licht sind wir sicher. So, das stand so zumindest im Buch drin, ne? Jetzt weiß ich nicht genau, was wir hier überhaupt machen sollen im Dunkeln. Weil das sieht aus wie ein geschlossener Würfel. Also ich habe noch keine Tür oder so gesehen. Ich glaube, es ist tatsächlich ein geschlossener Würfel. Vielleicht mal nach oben gucken? Hä? Ich raff's nicht. Also ich höre das Viech. Aber ich finde halt nix. Was soll ich denn hier fotografieren? Die Kerzen sind aus. Was mache ich denn jetzt? Ich sehe gar nichts. Wie kriege ich das wieder an? Wo muss ich hin? Also was... Kommt schon. Ich bin am Arsch. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Also ich glaube, das Rätsel habe ich nicht verstanden. Ach, das war der Sinn und Zweck des Ganzen. Ah, cool, sind wir wieder hier. Sehr schön. Gut. Oh nein. Oma ist wieder da. Okay, außer die Erfahrung und dass ich humpel. Warum humpel ich so bescheuert? Außer die Erfahrung und dass ich verwundet bin, habe ich jetzt nichts mitgenommen. Schön. Das ist ja toll. Nein. Lass mich in Ruhe. Ich bin verwundet. Oma, Ruhe. Ich brauche ein Medikit. Aua. Aua. Au. Aua. Abgeschlossen. Herrlich. Okay, ich humpel einfach mal hier lang. Rennen ist auch nicht mehr drin. Autsch. Au. Oh. Au. Toll. Oh, ich kann die Kamera nicht nehmen. Das ist ja praktisch. Wir gehen einfach den Flur entlang. Ja, ich darf die Kamera nicht nehmen. Au. 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 Wir gehen einfach den Dämon hinterher. Der wird schon wissen, was wir machen müssen. So, die Treppe ist nicht unten. Da darf ich nicht rein. Kein Problem. Ich muss bestimmt zum Altar raus. Aber ich habe ja immer noch nicht die Zahlenkombi für diese kleine Tür. Wie kriege ich die denn auf? Darf ich da zumindest durch? Das ist aber gnädig. Ist in der Küche der Text jetzt hier geschrieben? Nö. Nö. Mann, das hat uns ganz schön mitgenommen, wa? Zumindest klopft da noch einer. Da darf ich auch nicht mehr ran, da sind meine Sachen drin. Oma. Meine nackige Oma, die alte Exhibitionistin. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich hier rein soll. Oma! Darf ich mich hier setzen? Mir geht's gar nicht gut. Kann ich immer noch nicht nehmen. Und jetzt? Okay, ich habe keine Kamera. Ich kann hier nichts nehmen.
Und ich habe immer noch keinen Code. Habe ich einen Code? Ich habe keinen Code. Was soll ich hier tun? Fisch. Ich kann da nicht durchgucken. Ich bin hier eingesperrt. Gehe ich mal noch? Ja. Ich könnte mich ja hängen. Das ist eine gute Idee. Lass mal runter den Hobel. Geht auch nicht. Ich dachte vielleicht, dass uns das jetzt alles zu viel geworden ist, aber... Ist euch mal aufgefallen, dass wir auf der Suche nach einem Ausweg den Dämon immer weiter heraufbeschworen haben? Ja, was mache ich denn jetzt? Ja. Du klopfst, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Kann ich auch nicht anmachen? Maria, was soll ich tun? Rede mit mir. Haben wir vielleicht irgendwas in unserem schlauen Buch geschrieben? Nee. Haben wir was fotografiert? Wir haben den Würfel fotografiert? Wir haben das Loch fotografiert, aber das ist auch nix. Eine Eins. Ist das eine Eins oder sieht das jetzt nur so aus? Wir haben zwar die blauen Bilder, mit denen wir nichts anfangen können. Hätte ich eben gerade... Jetzt hör doch mal auf zu jammern, ich kann mich gar nicht konzentrieren hier. Mann! Hätte ich eben gerade vielleicht das Zahlenbuch noch suchen müssen? Das wäre jetzt das Einzige, was ich hier machen kann. Rausgucken geht nicht, ne? Da kann ich nicht rausgucken. Da ist abgeschlossen. Kamera kann ich nicht nehmen. Also ein Zahlenschloss. Also es muss jetzt das Zahlenschloss sein, oder was? Mensch, du wackelst aber auch. Das ist es nicht. Das Foto kann ich nicht mal mehr hochnehmen. Wo kriege ich die Zahlen her? Haben die Marias irgendwas? Nee. Die Marias haben auch nichts. Ich kann den Stuhl nicht nehmen. Ich kann den Strick nicht nehmen. Ich kann die Sachen nicht runternehmen, das Foto nicht angucken.
das bedeutet doch eigentlich, warum flackerst du? Nur du. Du kannst da so lange klopfen, wie du willst. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann dich da nicht rauslassen. Wir haben ja auch nichts mit einer anderen Farbe oder so. Auf dem Boden ist auch nichts. Ich dachte vielleicht minus eins, aber... Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich hier die Zahlenkombination hernehmen soll. Mir wird auch nur dieses Schloss angezeigt hier drin. Also muss ich das ja... Warte mal. Alles minus eins? Kakerlaken. Was haben wir? Eine Lampe flackert. Warte mal, wir gehen mal hier zum Ende des Raumes. Wenn wir das analysieren, würde ich sagen, eine Lampe flackert, eine scheint normal. Wir haben den Galgen. Wir haben vier Marias, vier Opfergaben. Stuhl, Kerzen. Zieh mal das gleiche Foto. Aber wir haben nur Geräusche hier von rechts. Kann das sein? Steht da auf dem Brief? Zu lang. Entweder habe ich die Kombi nicht gefunden oder ich habe nicht aufgepasst. Aber hier drinne? Hier drinne ist die nicht, ne? Wenn der nicht so wackeln würde. Ich muss mir die Katze reinlassen. Tja. Das ist jetzt mal schwer. Ja.
Was auch immer ich machen muss, es ist in diesem Raum. Und was ich machen kann, ist das Zahlenschloss. Allerdings sehe ich ja nichts. Du, was hier eingraviert ist, also reingeritzt ist. Der ist ja skurril, nicht? Aber kannst machen, was du willst. Das hieß nix. Kannst nix finden. Hier haben wir nix. Hier haben wir auch nichts. Das pollert aber draußen nur. Wetter. Ein Schloss. Ein Zahlenkombi, ein Totenkopf. Hallo, Oma. Bin mir nicht sicher. Ey, wenn das, also wenn die Lösung hier drin wäre, die hätte ich doch schon gefunden. Ich war schon so oft hier. Wir haben die ganzen Zahlen hier an der Wand, aber mit denen kann man nichts anfangen. Ich kann die Kamera nicht benutzen. Weil ich doof bin, ja? Das Zahlenschloss vielleicht gar nichts mit den Zahlen hier zu tun? Könnte das vielleicht auch so ein Hinweis sein, so wie hier da die Zacken? Zähne? Nee, das passt nicht. Die gucken alle nach hier. Auf den Stuhl, okay. Das hat damit nichts zu tun. Ich habe bestimmt schon 50 Mal drüber hinweg geguckt. Und irgendwer sitzt jetzt hier vor, sieht das und denkt, so doof, Alter. Sieht man doch. Die Tür klackt. Das Ende vom Spiel, eine Dauerschleife mit einem Schloss, das man nicht öffnen kann. Das wäre asozial. Ugh.
Ist nichts dabei, ne? Das sind aber viele Augen. Aber es ist auch keine Zahlenkombi. Warte mal. Habe ich noch so... 0. 0? 3? Boah, warum sind die so weit verteilt? 0, 3, 5, 1. Oder was? 5, 1. 0, 3, 5, 1. 0? 3, 5... Ich habe nämlich das letzte Mal mit diesem komischen Planeten mit der Reihenfolge auch nicht in die Fotos geguckt und da war es ja auch eine Zeit. Das hat jetzt aber gedauert, ne? 20 Minuten. Ist ja traurig. Elisabeth Maxwell. Ich kann es rotieren. Aber jetzt hat die hier gekloppt oder was? Ja, eine schöne Uhr, ne? Ja. Oh, Eingebung. Zeig mir was Schönes. Davon aus, das bin ich, der hier noch hängt. Ja, der hängt Sun. Und hier kann ich was raufpacken. Aber was? Die Kamera. Na sicher. Oh. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich mache all das durch, um Selbstmord zu begehen? Ist nicht dein Ernst. Echt jetzt? Du ziehst das durch? Wir haben immer noch eine Brechstange und eine Haustür. Also ich habe tatsächlich gedacht, wir haben eine Chance zu entkommen. Allerdings, das... Oh. Blaue Knie ist wieder da. Ja, können wir ja gleich bequatschen. Also ich habe gedacht, wir haben eine Chance zu entkommen. Allerdings, dass wir den Dämon in uns haben. Und quasi... den sofort treiben aus dem Haus. Also mitnehmen. So gesehen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Dann sind wir jetzt wieder bei Oma, ja? Lol, ich will das Foto sehen. Ich weiß bis jetzt noch nicht mal, wie ich aussehe. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Das war's jetzt nicht ernsthaft. Das Ritual. Wir haben den Dämon jetzt in uns aufgenommen, ja? Also doch so, wie ich gedacht habe. Ja, streng genommen haben wir überlebt, ne? Ist ja nicht schlecht. Also ein wahnsinnig geil gemachtes Spiel. Gute Rätsel. Zum Ende hin immer leichter geworden, fand ich. Oder man hat sich vielleicht auch reingespielt, ne? Aber war schon sehr, sehr, sehr geiles Spiel, muss ich echt sagen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt, Gefallen dran gefunden. Ist vielleicht selber schon gespielt. Das Spiel hat mich aufgeregt. Ist vielleicht noch gar nicht gespielt. Kann ich nur empfehlen. So, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Bis dahin, macht's gut, ciao.